Hallöchen, hier ist der Björn vom LSNPD. LSNPD. Das fängt ja gut an, hier ist der Björn. Und wir spielen mal wieder Dark Souls 2, Scholar of the First Zinnsoldat. Und um wieder reinzukommen, werde ich ein wenig durch die Gegend laufen und vor allem hier wieder runter zum Wald der Riesen oder wie auch immer. Was ist das denn für ein geiler Helm? Ich werde ihn den Uterus-Helm nennen. Entschuldigung, das war etwas unpassend. Aber, nee, warte, hier. Und dann, wieso ist denn da eine 1 jeweils? Weil ich toll bin, oder? Naja, auf jeden Fall Soldatenrast, oder? Kardinalsturm? Ich mach mal Soldatenrast. Mal gucken, wo wir da landen. Was, wo war denn Soldatenrast? Das ist jetzt aber merkwürdig. Na, mal schauen, wo ich hier lande. Ach, im Wald der gefallenen Riesen, aber... Wo bin ich denn hier? Oh. Da ist auf jeden Fall einer. Ach, hier sind wir. Da oben sind die Teenage Mutant Ninja Turtles und der gute Geselle... Ja, richtig. Hier gab es ja auch noch was. Oh. Ich laufe mal lieber hier schnell weg. Das war, glaube ich, nicht so gut. So. Den guten Dennis hatten wir ja hier erledigt. Ach, und hier wird es wieder arschdunkel. Oh. Und arschgefährlich. Und... Sag mal, was ist denn hier mit euch los? Ich glaube, das ist alles keine gute Idee gewesen. Eigentlich sollte ich jetzt mal die Musik von... Na, von Benny Hill einbauen und... So. Und ich sollte nämlich hier hingehen, weil hier ist offensichtlich noch eine Tür. Ich hoffe mal, dass die Aggro-Range nicht so lang ist. Hier habe ich nämlich eine Tür übersehen. Kommen die mir hinterher? Nö. Sieht gut aus. So. Achso, ja. Der fällt tief. Oh. Ach ja, da oben waren ja auch noch mal drei, ne? Ich mache hier erstmal die Feuerfässer kaputt, weil sonst haue ich nachher wieder dagegen und dann ist wieder gutes Fahrrad teuer. So, einer weniger. Ah, sag mal. Oh, Gegenstand. Hüllensoldat-Gamaschen. Ja, habe ich ja natürlich noch nicht genügend. Ha. Ja, künstliche Intelligenz 3.0. Möchte man beinahe sagen. Ah! Was? Wo kam der denn her? Was? Gegner, wo bist du? Wo kam denn eben der Pfeil her? Habe ich gesoffen? Der da hinten ist nicht aggro auf mich. Dieses kleine Männchen, das da hinten steht. Wo war denn der? Wo ist denn der? Das ist ja jetzt nicht so nett, ne? Aber das ist ganz gut, dass ich hier lang gehe, weil so kann ich wenigstens wieder so ein bisschen reinkommen. In die Thematik. Guck mal hier, das machen wir noch kaputt. Jetzt holen wir uns erstmal einen. Und wenn wir einen haben... Nein. Sag mal, bist du des Wahnsinns?
Ich glaube, da heißt es erstmal wieder ein kleines Schlückchen nehmen. Oh, was verliert der? Höhlensoldaten Stulpen. Ach, ich dachte, das ist jetzt auch ein Gegner. Weil ich habe das gemerkt, irgendwie, nehme ich überhaupt auf? Ja, sehr schön. Das ist auch immer so eine wichtige Frage, nehme ich überhaupt auf? Dass man in dieses Spiel erstmal wieder reinkommen muss. Nein, sag mal, hör doch mal auf damit. Da steht er nicht auf erst und dann... Dann will er hier einen auf dicke Hose machen. Sag mal, ignoriere mich bitte nicht. Leider passiert nichts, da ist ein Gegenstand. Eine helle Bade. Eine helle und eine dunkle. Ja, Herr Wirt, eine helle Bade. Ein helles Dunkles. Nein, ein kühles Blondes, so heißt das. Naja, ich habe euch nicht vergessen. So, das Problem ist... Die treffen nix. Vor allem, wenn sie nichts werfen. Treff doch mal eins von den Pulverfässern. Ja, natürlich. Jetzt werft ihr plötzlich wie junge Götter. Kann denn mal bitte einer von euch da... Ja. Plötzlich kommen sie alle. Nein, sag mal, wieso bin ich denn heute so schlecht? Eine Flügellanze, was ich hier für Waffen finde, wurde das gepatcht? Bei einem uralten Spiel wird wahrscheinlich nichts mehr gepatcht, aber man kann ja noch hoffen. So, da ist nämlich die Tür, aber ich glaube, ich mache erstmal A-Hörnchen und B-Hörnchen. Ja, komm her. Komm her. Ja, komm her. So sieht das aus. Und wer bist du? Was? Wo willst du denn hin? Was? Was? Naja. Soldatenschlüssel. Den haben wir ja bekommen, als wir den gefallenen Riesen... zermatscht haben. Och nö, wer bist du denn? Huch, jetzt hat das hier ein Frame-Lag gegeben. So, wer immer du bist, du hast offensichtlich, kannst du nix. Aber hier um die Ecke ist wahrscheinlich noch einer. Ach, da kommt einer schon runter. Kommst du denn auch runter? Nee, einfach nur da oben stehen bleiben. So, und jetzt? Ja, Kumpel, so sieht das aus. Die sind ja relativ einfach zu besiegen. Guck mal, da wollen wir bestimmt hin. Aber so wird das natürlich nichts. Hier steht was, aber das werde ich nicht lesen. Erst danach. Hier ist auch alles verschüttet. Was? Fusch am Bau, oder wer? Och, nö. So. Ah, da, guck mal da. Da oben ist noch gleich noch einer. Und wo willst du jetzt hin?
So, warte. Jetzt gucken wir erstmal. Hier ist keiner mehr. Ah, Saman. Hallo? Ja, so geht's natürlich nicht. Alter Vater. Das ist doch ein Endgegner, der da kommt. Da kann mir doch keiner erzählen. Da kommt doch sowas von ein Endgegner. Ja, 5600 Seelen. 5100 Seelen. Ja. Dann bringe ich die mal weg. Level. Und dann komme ich wieder. Dann glaube ich, nehme ich auch nochmal. Obwohl, ich gucke erstmal, ob da gleich wirklich was passiert. So. Hier einmal durchlaufen. Ah, ihr könnt mir gar nichts. Aber die probieren auch gar nicht erst. Die lernen dazu. Gut. Es kommt mir auch keiner hinterher. Warum auch? Liegst du bequem? Sieht auch nicht so aus. Hoffentlich sind da unten nicht immer noch die Skelette völlig aggro. Ach, du warst das. Ja, so sieht's aus. Wenn man nichts kann. Oha, die sind doch da. Die sind doch da. Das war jetzt aber nicht so gedacht. Oh, jetzt habe ich ein bisschen übersteuert. Das tut mir leid. Aber das war jetzt irgendwie... ach ja, ich hätte ja auch zu dem anderen Dingen da gehen können, ne? Wir gehen jetzt nach Majula. Und dann investieren wir erstmal wieder in ein kleines Bearer of the Curse. Ja, Seek Souls, Seek the King und hau rein. So. 4,8 brauchen wir. Siehst du, dann passt das eben gerade noch. Vitality oder Constitution? Dann kriege ich 20 Vitality, also TP. Oder ich kriege 2 Ausdauer. Oder ich kriege 2 Angriff. Giftbonus. Und ja. Dann ist ja alles nicht so. Ich glaube, ich mache mal auf Ausdauer. Ja, das machen wir mal so. Dankeschön. Gute Frau. So, dann verlassen. Dann, nee, warte. Ein Menschenbild. Und ich sehe wieder aus wie Karl Gustav. Ja, jetzt kein Menschenbild mehr, sondern Estus-Flakon. Dann reisen wir wieder. Aber diesmal reisen wir hierhin. Sonst hänge ich gleich wieder mit den ganzen Skeletten da zusammen. Und das will ja auch keiner. Lothian ohne Schild. Ja, das ist ja auch so einer, ne? Den Namen kriegst du nicht umsonst. Sag mal, kann ich nicht auch hier lang gehen? Und... Geht das nicht auch, dass ich hier rüber gehe? Ach nee, warte mal, hier auf der anderen Seite, ne? Ich muss mich erstmal zurechtfinden. Da ist Bearer of the Curse, also nicht Bearer of the Curse, aber was war hier? Ach, hier war nur die Truhe. Ach, da. Ich hätte da einfach nur um die Ecke gehen müssen. Ja. So ist das in meinem Alter, da vergisst man einiges. Und fällt auch ab und zu hin. Hüfte gleich gebrochen und ab dafür. Was ich rede, keine Ahnung. So, hier kann ich ja lang gehen. Bin ja auch ein bisschen trottelig. Oh. Nein. Au, Saman.
Haha, so sieht das aus.